Liebe Frau Ballmann, lieber Herr Einig, erstmal recht herzlichen Dank für diese sehr gute und systematische Zusammenfassung. Mir kam ganz spontan der Gedanke, den ich aber nicht weiter ausführen will, dass Herr Rekus sich mal mit Frau Kohl trifft, weil nämlich beide über dieses Imitationsdenken nachgedacht haben. Nur Klammer auf, Klammer zu, das wäre eigentlich eine interessante Sache. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der heutige Tag und die uns begleitenden Veranstaltungen stand unter der Titelunterschrift, welche Wert- und Qualitätsmaßstäbe vermittelt unser Bildungssystem? Wenn die Diagnose von Herrn Fröhlich am Anfang unseres Tages richtig ist, dann gibt es im Kulturbereich von Wissenschaft und Bildung inzwischen ein Bildungswertesystem, Qualitätsmaßstäbe, die gar nicht mehr die ureigensten dieser Richtung sind, sondern die des Sports. Und der heutige Tag war vielleicht der Versuch, sich erstens dieser fremden Maßstäbe sicher zu werden und zugleich war es der Versuch, doch ins Gespräch zu kommen über die genuinen Werte und Qualitätsmaßstäbe dieser Kultur, die wir Bildungssystem, Schul- und Hochschulsystem nennen. Dieser Dialog steht am Anfang. Einer der Gäste des heutigen Tages aus Konstanz hat ja gerade noch mal darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, in ein Gespräch zu kommen. Wir drei Vizepräsidenten, die da vorne gesessen haben, haben schon ausgemacht für uns, dass wir dieses Gespräch gerne fortsetzen möchten in einer weiteren Veranstaltung. Ich denke, wir haben viele Anregungen mitgenommen. Für den Fall, dass der ein oder andere die eine oder andere Anregung vergessen hat, darf ich darauf hinweisen, dass auf der Homepage der U15 die Beiträge des heutigen Tages alle versammelt werden, sodass Sie noch mal nachsehen und auch nachhören können. So viel zur ultimativen Zusammenfassung des heutigen Tages. Meine Damen und Herren, dieser heutige Tag, der ist zustande gekommen, weil viele Leute gearbeitet haben, hinter den Kulissen, vor den Kulissen. Unter diesem Pult sind zwei Blumensträuße, die ich jetzt gerne an die beiden Frauen loswerden möchte, die hier am meisten sich engagiert haben, dass dieser Tag ein gelungener Tag war. Nämlich, ich darf nach vorne rufen, Frau Walger und Frau Moritz. Kassette der Musikhochschule, sondern es ist auch nicht aus dem Botanischen Garten, sondern gerade käuflich erworben, ganz frisch. Liebe Frau Moritz, recht herzlichen Dank für das, was Sie gemacht haben. Frau Walger, recht herzlichen Dank für Ihren Einsatz für die akademische Integrität und die Qualitätsmaßstäbe. Danke, das war von hoher Qualität, diese Veranstaltung. Ich würde mal sagen, sie hat jeden Test bestanden. Ich danke Ihnen, dass Sie sich so eingesetzt haben und dass das eine gelungene Veranstaltung war. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Für alle die, die noch eine weite Reise vor sich haben, Herr Fröhlich, wie Sie, Sie müssen ja noch ins benachbarte und befreundete Österreich. Alles eine gute Reise, kommen Sie gut an, bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank, Sie waren für uns sehr angenehme und hilfreiche Gesprächspartner und wir hoffen, dass wir das Gleiche für Sie auch waren. Vielen Dank und auf Wiedersehen.